Generalfeldmarschall, Sie werden beschuldigt, am Attentat auf den Führer beteiligt gewesen zu sein. Was? Der Wüstenfuchs, der Sieger von Al-Agaila, der Held von Tobruk und Eroberer Nordafrikas. Generalfeldmarschall Rommel inspiziert im Auftrag des Führers den Atlantikwall. Vom Nordkap bis zu den Pyrenäen greift das größte und modernste Befestigungssystem der Welt. Zahlreiche Divisionen der Wehrmacht mit Hunderttausenden kampferprobter Soldaten sind an der westlichen Verteidigungsfront Europas angetreten, um die erwartete Invasion des Feindes zurückzuschlagen. Das sind die Soldaten, die zum Schutz für Europas Freiheit und Kultur bereitstehen. Sie sind mit den modernsten Waffen ausgerüstet. Und das ist der Mann, der sie anführt. Erfahren in vielen Schlachten, erwartet er mit Ruhe und soldatischem Selbstbewusstsein die große Auseinandersetzung. Wenn Rommel an der Westfront steht, kann Deutschland ruhig schlafen. Danke, Feldmarschall, sehr gut. Bleiben Sie oben. Wir kommen hoch zu Ihnen für die Nahaufnahmen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Hauptsache, es verzögert die Invasion um eine Woche. Feldmarschall, als Hand des Führers ist da. Ich brauche Ihre Unterstützung, Herr Feldmarschall. Einige hohe deutsche Offiziere, die bei Stalingrad vom Russen gefangen genommen wurden, haben Briefe an unsere Truppenführer geschickt. Sie haben sie aufgefordert, die Kämpfe einzustellen. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Die sind doch von Stalin persönlich diktiert worden. Leider nein. Es liegen eindeutige Beweise vor, dass die Briefe keine Fälschungen sind. Haben Sie etwa auch einen bekommen? Nein. Und wenn ich ihn bekommen hätte, hätte ich ihn zerrissen. Mit der zunehmenden Härte des Krieges kommt es jetzt darauf an, dem Führer die Sicherheit zu geben, dass dieser Verrat eine bedauerliche Einzelerscheinung ist, dass ihm die Feldmarschälle treu ergeben sind. Der Führer weiß, dass ich ihm treu ergeben bin. Feindliche Jäger! Feindliche Jäger! Adiger, geben Sie her! Sie haben uns noch nicht gesehen! Daniel, versuch in den Wald da zu kommen! Sie drehen ein, Sie haben uns entdeckt! Vielleicht sollten Sie sich lieber hinsetzen, Herr Feldmarschall! Daniel, gib Gas! Los, schneller! Da sehen Sie, was unser Problem hier im Westen ist. Nicht ein einziger deutscher Jäger in Sicht. Und die Angloamerikaner jagen uns wie die Hasen. Alles in Ordnung.